Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen hier zum Praxistalk auf Musotalk. Wir haben heute nur einen Gast, aber einen ganz besonderen. Das freut mich sehr, dass wir den heute hier aus Karlsruhe zuschalten können. Und ich habe mir einige Fragen aufgeschrieben, die vielleicht auch den einen oder anderen Musotalk-Zuschauer interessiert. Wir haben aus Karlsruhe den Mastering-Engineer Robin Schmidt am Start. Hallo Robin. Hi. Ja, du bist in deinem Mastering-Studio 2496 Mastering in Karlsruhe und arbeitest dort schon seit einiger Zeit sicherlich. Da auch dann mal die erste Frage. Stell dich erstmal kurz vor den Zuschauern, die dich vielleicht nicht kennen. Also ich kann schon mal sagen, Robin Schmidt zählt zu den vielleicht fünf gefragtesten Mastering-Engineers aus Deutschland, würde ich sagen. Und hat auch schon Produktionen gemastert, an denen ich auch beteiligt war, unter anderem Eisbrecher. Ist aber auch international mit internationalen Acts gut im Geschäft. Und Robin, erzähl mal, kurzes Name-Dropping, für wen hast du schon gearbeitet? Und dann fangen wir ganz von vorne an, wie man ein Mastering-Engineer wird. Ja, also mein Name ist Robin Schmidt, 2496 Mastering in Karlsruhe, ist mein Studio. Das gibt es seit 2002 und Künstler, mit denen ich gearbeitet habe, sind aus Deutschland zum Beispiel die Beatsteaks, die Ärzte, Materia, was fällt mir noch ein, KIZ. Ich guck mal ein bisschen hier rum im Studio, was ich für Platten sehe. Celia Naidu, Bosse, genau, und international zum Beispiel The 1975 oder Razorlight oder Ben Howard, James Arthur und viele andere. Super. Und du bist ja mit deinem Studio in Karlsruhe ansässig. Karlsruhe ist jetzt ja nicht die Stadt, die man als Musikmetropole kennt. Bist du da aufgewachsen und dann da geblieben? Oder hat dich irgendetwas, Frau, Partnerin, wie auch immer, da nach Karlsruhe gebracht? Und wie fing das alles an? Ja, Karlsruhe ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und ich habe hier auch musikalisch erste Gehversuche gemacht. Ich habe dann hier angefangen, in Karlsruhe in einem Studiolokal zu arbeiten. Bin dann nach England gezogen, habe dort studiert, war ein paar Jahre in England und bin dann wieder zurückgekommen. Und Karlsruhe hat sich einfach angeboten, weil ich hier Räumlichkeiten hatte, in denen ich anfangen konnte. Und Karlsruhe ist wirklich nicht der Nabel der Welt. Ich hatte auch am Anfang erst Zweifel, ob das funktioniert, hier ein Studio aufzumachen. Aber es hat sich relativ schnell gezeigt, dass es nicht so wichtig ist, wo man sitzt. Auf jeden Fall nicht fürs Mastering, weil man ja heutzutage gut übers Netz und E-Mail und Telefon und allem zusammenarbeiten kann mit Menschen, auch wenn man nicht in derselben Stadt ist. Dein Licht wechselt gerade so ein bisschen. Ja, bei mir ist es zu hell. Ich versuche auch die ganze Zeit ein bisschen hier. Ja. Das irgendwie anzugleichen. Ja. Schauen wir mal, ob es so besser geht. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Genau, das ist dann auch mal so die nächste Frage. Das heißt, also eine Attended Session heißt es, glaube ich, bei den Engländern, also dass jemand dabei sitzt, kommt dann bei dir relativ selten vor. Relativ selten, ja. Also ich würde sagen, dass so 90% oder noch mehr der Sessions unattended sind. Ohne Künstler dabei. Aber hin und wieder kommen welche rüber. Also nächsten Montag fliegen ein paar Engländer hierher tatsächlich. Und ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn Leute von London nach Karlsruhe fliegen, um dann hier zu sitzen. Aber ja, die meisten Sessions sind dann ohne Kunden. Ja, es heißt ja oft, der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Und da ist dann, ich finde das auch ganz schön, dass das so. Also für mich wäre es auch eine Option. Ich bin in Berlin, ich bin
wegen der Musik nach Berlin gekommen, wegen eines Engagements. Und mich kann mir aber auch gut vorstellen, irgendwann wieder rauszuziehen. Und aber das ist tatsächlich ein Faktor, weil Berlin ist eine City, wo viel Musik passiert, wo dann auch Künstler bei mir im Studio vorbeikommen. Allerdings ist es bei mir dann mehr Recording und Produktion als dann Mastering. Dann ja. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du Mastering-Engineer geworden bist? Weil, soweit ich weiß, gibt es den Beruf oder die Ausbildung des Mastering-Engineers gibt es ja eigentlich so gar nicht. Ja. Also mit generell Tontechnik und Toninsch habe ich recht früh angefangen. Ich hole ein bisschen weiter aus, damit klar wird, wo dann die Faszination fürs Mastering herkam. Zwar habe ich dann hier in Karlsruhe und Umgebung mit allen möglichen Bands aufgenommen. Und zu der Zeit, das war, sagen wir mal, Mitte 90er, war es so, dass man alles selber machen konnte. Aber der letzte Mastering-Schritt, der ging, da musste man beim anderen Studio vorbei. Weil beschreibbare CDs gab es noch nicht so wirklich. Beziehungsweise Presswerke haben die auch nicht angenommen. Das heißt, man musste zu einem größeren Studio mit den fertigen Produktionen gehen, bei dem dann die CD-Master hergestellt wurden. Und da bin ich einfach sehr oft enttäuscht worden. Das heißt, ich dachte, ich mache alles richtig mit den Aufnahmen. Ich war noch ganz klein und habe aber mich immer gefreut, dass meine Aufnahmen irgendwie so klingen wie bei den Großen. Aber dann kam der letzte Schritt und dann war eben die Erfahrung, dass meine Musik insgesamt im Gesamten in der Darbietung dann doch nicht so überzeugend klang, wie wenn man eine andere CD eingelegt hat. Und dann kam der Schritt nach England zum Studieren zu gehen und das war so die Zeit, zu der die ersten Mastering-DAWs bezahlbar wurden. Das heißt, da wo es vorher nur Sonic Solutions Workstations für 20.000 oder 30.000 Mark gab, gab es dann plötzlich Wavelab 1.0. Ja. Und bezahlbare Soundkarten, die einen SPDIF-Ausgang hatten, so dass man auch digital rein und raus aus dem Computer gekommen ist. Und als ich in England Toningenieur studiert habe, habe ich mir dann gleich so ein Mastering-Rig zugelegt und fand es bombastisch, dass ich endlich meine Produktion auch selbst bis zum Ende bringen konnte. Das war auch dieselbe Zeit, zu der dann CD-Brenner, die Disc at Once schreiben konnten, bezahlbar wurden. Also man konnte dann auch tatsächlich CDs fürs Presswerk herstellen. Und das heißt, die Faszination zum Mastering war ein bisschen für mich der Gedanke, dass ich endlich alles selber machen kann. Und während des Studiums habe ich dann angefangen, für meine Mitstudenten Produktionen zu mastern. Das heißt, die haben im Rahmen ihrer Studienarbeiten alle möglichen Aufnahmen gemacht. Und das hat sich so eingebürgert in meinem Jahrgang und auch in den anderen Jahrgängen, dass es so hieß, ja, und wenn du fertig bist mit deiner Mischung, dann geh zum Robin, weil dann macht er dir noch ein Mastering. Und das war dann auch für mich ein super Spielplatz zum Üben. Und dort hat sich das dann so gebildet. Und als ich mit dem Studium fertig war, war das mir eigentlich klar, dass das die Richtung ist, die ich machen will, dass ich Mastering in Richtung Mastering gehen will. Ganz interessant, was du gesagt hast, weil das ist jetzt auch oft heiß diskutiert worden, das Thema. Ich bin ja Mixing-Engineer und Masterer auch. Und also genau diese Frage, die Enttäuschung, die man auch manchmal erlebt, wenn du einen Mix hast, wo die Verhältnisse von Kick und Snare und den Gitarren und alles stimmt und dann kommt was wieder und es ist irgendwie wieder, die Verhältnisse haben sich verändert. Wann hat sich denn dann bei dir das so entwickelt, dass du gesagt hast, dieses ganze Mischen und Produzieren, was du ja vorher auch gemacht hast, das mache ich dann weniger? Oder war das ein Opfer, was du gebracht hast, weil alle gesagt haben, Robin mastert und du hattest nicht keine Zeit mehr dazu? Oder war das eine bewusste Entscheidung? Das war eine bewusste Entscheidung. Also nach dem Studium bin ich relativ bald wieder nach Deutschland gezogen und habe dann gleich angefangen, hier das Mastering-Studio zu bauen. Das war einfach das, was ich machen wollte. Das war eher so, also Mastering möchte ich machen und falls das nicht klappt, Vollzeit, falls ich nicht genügend Platten zu mastern bekomme, dann kann ich immer noch im Aufnahmestudio arbeiten oder auch Live-Sound machen oder anderweitig aktiv sein. Aber das war schon ganz bewusst, dass ich mich gerne auf Mastering spezialisieren wollte, weil ich während dem Studium auch gemerkt habe, dass ich das gut kann oder dass ich auf jeden Fall einen guten Draht so habe, mit Leuten zusammenzuarbeiten,
Ja, das war einfach ein wunderbares Feedback. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich neue, tolle Musik höre und da wirklich was beitragen kann. Und die Aufnahmen und Mix-Engineers oder die Studenten, die Mitstudenten, die waren auch ein sehr, sehr dankbares Publikum. Die waren sehr, sehr froh drüber. Und ja, das war toll. Das wollte ich machen. Schön. Super. Welche Fähigkeiten, denkst du, sind als Mastering-Engineer wichtig im Vergleich zum Mixing-Engineer oder einem normalen Live-Ton-Ink? Was denkst du, was hat diese Qualität von dir dann sozusagen, was hat das ausgemacht? Worauf kommt es an, wenn man Mastering-Engineer sein möchte oder ist? Oh, gute Frage. Man sollte sich auf jeden Fall fürs Ganze, fürs Gesamte interessieren können. Ich glaube, das ist mal die Sache. Das ist so eine Erfahrung, die, glaube ich, viele Menschen machen, ist, wenn sie zum Beispiel anfangen, ein Instrument zu lernen, hört man plötzlich in der Musik nur noch die eigenen Instrumente. Also der Gitarrist hört als allererstes die Gitarre raus. Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, da war es dann plötzlich Rhythmus ganz interessant. Und dann haben für mich in meinem Ohr die Songs auch wirklich primär aus Schlagzeug bestanden. Und ich glaube auch für einen Toningenieur, wenn man anfängt aufzunehmen oder dann später in Richtung Mischung geht, man lernt ja auch verschiedene Dinge zu achten. Und die Fähigkeit und das Interesse, bewusst einen Schritt zurückzugehen und das Gesamte zu hören, das ist wichtig. Und das Interesse ist, glaube ich, auch nicht bei allen Menschen gleichermaßen vorhanden. Also wo jetzt zum Beispiel ja? Also zum Beispiel Bandmitglieder wären schlechte Berater oft, wenn es ums Mastering geht, also oder auch wenn es ums Mixing geht. Also diese alte Frage, oder gibt es ja auch Blogartikel, Schlagzeug lauter, dann sagt der Gitarrist, jetzt muss die Gitarre lauter und dann sagt der Sänger, jetzt muss der Gesang wieder lauter. Und dass dann Produzenten schon Knöpfe oder Regler einfach ohne Wirkung anbringen, yeah, um halt da das zu machen. Genau, du hast recht. Inwieweit ist für dich denn beim Mastering-Prozess Referenzieren wichtig? Hast du mittlerweile das Gefühl, wenn du einen Master machst, auf deinen Monitoren, ja, jetzt ist es richtig. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr gucken, ich höre mir mal jetzt eine Referenz an und wo du plötzlich merkst, oh Gott, nee, ich habe mich jetzt völlig verhört oder ich bin jetzt in eine andere Richtung gegangen. Also referenzierst du oder lässt du es lieber weg und versuchst selber eine Referenz zu werden? Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Referenzen, das ist ganz wichtig. Also das eine ist, ich habe in meiner DAW immer irgendwo einen Song offen rumliegen, den ich sehr gut kenne, einfach um meine Ohren zu ankern. Das heißt, wenn ich jetzt eine halbe Stunde an einem Song rumschraube und ich mir nicht mehr ganz sicher bin, na, vielleicht ist es zu scharf, dann schalte ich hin und wieder mal zu dem anderen Song, der aber jetzt keine Referenz speziell für das Mastering der Produktion ist, sondern einfach nur für mich zum sagen wir mal, Ankern meiner Ohren, meines Gehörs. Hell-Dunkel-Abgleich sozusagen. Genau, ganz genau, ganz genau. Das mache ich relativ oft, dass ich alle vielleicht 20 Minuten mal kurz Pause mache und dann kurz in meinen nennen wir es mal Anker reinhöre und dann wieder zum Song zurückgehe. Die andere Bedeutung vom Wort Referenz, wenn jetzt zum Beispiel die Band oder ein Produzent sagt, hier ist unser Mix und wir hätten gerne, dass es so klingt wie Referenz X oder Referenz Y. Wenn mir ein Künstler oder eine Band so eine Referenz mitgibt, höre ich natürlich rein und vergleiche ich. Aber ich suche mir meistens nicht selber Referenzen aus. Also wenn ich nur einen Mix bekomme, ist eigentlich meistens der Mix selber für mich die Referenz. Also dass ich höre den Mix, höre die Intention der Produktion, die Intention des Mischers, die ist ja meistens da drin schon sehr, sehr gut kodiert. Also es ist ja nicht so, dass man beim Mastern wahnsinnig viel verbiegen muss meistens. Das heißt, meistens ist es klar, wohin der Mix will.
Und wenn es jetzt nicht irgendwas sehr Schwieriges ist oder eine spezifische Referenz von Seiten vom Künstler vorgegeben worden ist, dann mache ich meistens ohne Referenz. Aber es ist sehr variabel. Gibt es Musikstile, die du präferierst oder für die du besonders häufig gebucht wirst? Es gibt Wellen. Ich glaube, es liegt weniger an mir, es liegt eher daran, an der Wahrnehmung. Es gab eine Welle, zu der habe ich ganz viel Euro-Pop-Dance aus der Türkei bekommen und gemacht. Und zur selben Zeit habe ich aus England ganz viel Indie-Rock bekommen und aus Frankreich ganz viel, sagen wir mal, Chanson-Pop. Es ist sehr, es ist weniger, dass ich spezialisiert bin. Es ist nur, ich glaube, das geht dann über Empfehlungen. Es gibt mal so ein Nest an Menschen, bei denen man dann gegenseitig empfohlen wird und plötzlich hat man eine ganze Szene plötzlich bei sich im Studio sozusagen. Was hörst du denn selber am liebsten? Was ist denn deine Lieblingsmusikrichtung? Gibt's da was? Podcasts. abends nach acht, sagen wir mal, 8 Stunden Mastern, höre ich meistens keine Musik mehr. Aber was höre ich selber für Musik? Es ist sehr, sehr bunt gemischt. Also ganz klassisch für Toningenieure. Eine meiner Lieblingsbands wäre zum Beispiel Steely Dan. Unbedingt. Ist ein bisschen verschrien als sag mal, Auto-Hi-Fi-Verkäufer-Musik oder so Tontechniker-Musik. Nee, das ist schon geil. Elliot Shiner oder wer das produziert hat, das ist gemixt hat. Das ist schon immer top, finde ich auch. Auch die Donald Fagen Solo-Platten. Ne? Morph the Cat oder so. Das ist, was den Bass betrifft, zum Beispiel auch für mich eine der geilen Platten. Ja. Ich hoffe auch immer noch darauf, dass ich eines Tages irgendwie eine Donald Fagen-Platte zu mastern bekomme. Weil Steely Dan ist jetzt vorbei, Walter Becker ist gestorben, oder ist nicht vorbei, aber das heißt, den Traum kann ich mir abhaken, aber vielleicht eines Tages, also Donald Fagen, wenn du zuhörst, ich würde gerne eine Platte von dir mastern. Weiterleiten, der ist natürlich auch Musotalk-Zuschauer. Selbstverständlich, er spricht auch perfekt Deutsch bestimmt. Genau. Nee, ansonsten relativ bunt gemischt. Alles Mögliche. Es gibt wenige Musikarten, die ich wirklich nicht höre. Vielleicht, ich würde sagen, privat, ich höre zum Beispiel nicht wirklich Techno oder Schranz-Techno. Das wäre jetzt nicht so mein Ding. Wobei, nicht mal das will ich sagen, sonst hört das jemand und meint, dass er lieber nicht zu mir kommt mit Techno. Sag einfach, es ist sehr, sehr alles toll. Ich finde alles toll, genau. Ich finde deine Produktion am besten. Ja, sehr gut. Gute Werbung. Da kommen wir auch noch drauf beiseite. Zu. Also Eisbrecher hast du ja gesagt. Das wusste ich gar nicht, dass du da mitgearbeitet hast. Fantastisch. Super. Ich bin da jetzt nicht in der Produktion. Ich habe ein paar Spuren noch da zugeliefert. Ich bin da erst im Bereich Songwriting. Und das kriegt dann Jochen. Null Picks und dann Henning Verlage und dann kriegst du das sozusagen, ne? Oder so war, glaube ich, dann der Weg. Ja. Und genau. Und das ist echt interessant. Du bist seit 2006 unterwegs und hast bestimmt einen Mischaufbau 2002. Aus analogen. Oh, Entschuldigung, 2002. Und hast bestimmt analoge und digitale Geräte. Wie ist da das Verhältnis? Und genau, erzähl erstmal, wie du aufgebaut bist und dann reden wir mal weiter, was passieren würde, wenn dein Studio abbrennt. Welches analoges Equipment würdest du dir auf jeden Fall nochmal kaufen und was würdest du vielleicht als Altlast mittlerweile abwerfen? Dann stelle ich die Frage jetzt schon mal. Ich kann versuchen, die Kamera auf die Geräte zu halten, dann haben wir das ein bisschen interaktiv. Mach das mal. Die Zuschauer sind auf jeden Fall sehr... sehr gierig. Ja, was Gier angeht, dann mache ich mal ganz kurz hier nur für die Show wieder die Geräte an, damit die schön bunt leuchten. Also, Moment, ich muss ja ein wenig vorbereiten. So. Also,
Ich habe, ich fange mal mit meinem rechten Rack an. So. Massenburg sehe ich da. GML. Falsch. Nein, falsch. Aber fast. Das ist ein Sontek. Ah, Entschuldigung. Das die sehen sich sehr ähnlich. Ja, ja, die sehen sich aus gutem Grund ähnlich. Die sind ja von Burgess McNeil und von George Massenburg zusammen designt worden. Das war quasi die erste Firma, bevor Massenburg sich dann selbstständig gemacht hat, weil er mit, vermutlich weil er mit Burgess McNeil nicht mehr klargekommen ist. Okay. Den sieht man auch, von Sontek habe ich auch viel Gutes gehört. Ja, ja, Sontek ist bei Mastering Engineers sehr, sehr beliebt. Man sagt, dass er die Präzision von einem Massenburg, aber mit ein wenig weicherem Klang hat. Und das kann man auch so unterschreiben. Also oben ist der Sontek 250C. Das ist ein alter Equalizer, der ist aus den 80ern. Ich gucke mal, ob ich gleichzeitig, Moment, mit meiner einen Hand hier zeigen kann. Genau. Das heißt, genau. Massenburg erinnert. Genau, richtig. Dann hier unten ist noch der große Bruder davon. Das hier ist der Sontek 462. Das ist im Prinzip die Mastering-Variante von Sontek. Das ist das Pendant dazu von Massenburg ist, glaube ich, der 9500er IQ. Okay. Und der ist fantastisch, weil zum einen wie ein guter Mastering-IQ natürlich ist er komplett gerastert. Sehr gut. Und das Schöne dran ist, dieser hier ist Stereo gegangt. Das heißt, man kann den IQ mit einer Hand bedienen. Das heißt, man kann blind, man braucht nicht hingucken, man braucht nicht zwei Hände verwenden. Man kann eine Hand rüber und einfach ausprobieren. Man braucht nicht hinschauen, man kann einfach nur hören. Cool, schön. Genau, wenn du jetzt schon da zur nächsten Seite drehst, machen wir kurz mal eine Pause, eine kleine Werbepause. Wir haben ja jetzt, sind jetzt schon im Bereich Geräte von unserem Werbepartner Hofer und dann kannst du die anderen Sachen noch zeigen. Das ist, glaube ich, für die Zuschauer sehr, sehr interessant. Auch für mich auch. Cool, gerne. Als rein digitaler Masterer. Also kurze Werbung. Bis gleich. Möchtest du deine Produktion viel besser klingen lassen? Interessiert dich eine Zukunft in der Musikbranche oder strebst du den Bachelor in Tontechnik und Musikproduktion an? Mit den staatlich zertifizierten Fernkursen von Hofer kannst du alles erreichen. Von dir zu Hause aus. So, gleich zu Robin Schmidt weiter. Der hat uns gerade seine Schatzkammer geöffnet und zeigt mal, was er da für Pappmaché Fader und Regler hat. Nein, alles Quatsch. Der hat natürlich tolles Zeug da. Wir haben die Sontek EQs gesehen. Dazwischen war ein Wandler, DSD-fähig. Was ist das gewesen? Das ist ein MyTech-Wandler oder MyTech. MyTech 8, genau, 8x192, 8-Kanal-Wandler. Der macht meine AD-Wandlung. Du hast einen Wandler oder hast du mehrere verschiedene im Einsatz? Für die Signalkette habe ich nur einen Wandler. Also Signalkette, die ein- und ausspielt, benutze ich eben diesen MyTech. Ist das auch der Wandler, wo du dann Softclipping machen würdest? Oder machst du überhaupt Softclipping? Mache ich nicht, nee. Ich mache mein Clipping oder mein übergesampeltes Clipping, wenn ich denn Clipping mache, mache ich in the Box. Aha, das ist ja interessant. Mit FGX oder was hast du da für ein Tool? Das ist ein bisschen was Selbstgebautes. Also ich benutze Oversampling in Wavelab, ich benutze ein G-Clip und noch ein paar andere Sachen. Ich baue da immer eine kleine Matrix. Der Vorteil ist, das ist was man nur in Wavelab machen kann, soweit ich weiß, dass man innerhalb von einer Plugin-Kette selber hoch und wieder runter samplen kann. Wow, okay. Genau, und das macht es relativ flexibel. Das habe ich angefangen, so in frühen 2000er war Softclipping mit AD-Wandler in aller Munde und alle haben immer gesagt, das musst du machen, ansonsten kriegst du die Sachen nicht laut und es klingt nicht cool. Und ich hatte für mich damals so ein bisschen herausgefunden, dass das, was den Unterschied zwischen hartem digitalen Clipping ausmacht und analogen Clipping
zwei Dinge sind. Zum einen, dass das analoges Clipping natürlicherweise oversampled beim Wandlungsprozess und zum anderen, dass die Geräte, dass ein Wandler meistens, wenn es gegen 0 dB geht, ein bisschen nonlinear wird. Das heißt, dass es ein bisschen, ja, wie du sagst, soft, dass es ein bisschen abgerundet wird. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert für mich, ob ich das nachstellen kann in einer digitalen Kette, weil ich das viel lieber digital als analog mache. Wenn ich das analog mache, heißt das, dass ich während dem Überspielen durch die analoge Kette mich vollkommen festlege, was Lautstärke angeht, was, sagen wir mal, Zerrgrad angeht. Und ich möchte mir das gerne offen halten. Das heißt, ich schaue, dass meine analoge Kette mit einem vernünftigen Pegel aufgenommen wird, damit es auch möglich ist, bei einer Mastering-Revision später, wenn der Kunde zum Beispiel sagt, hey Robin, finden wir super, aber kannst du es ist ein bisschen zu heiß angefahren, kannst du es bitte ein bisschen weniger limiten oder weniger klippen, dass ich da nicht sagen muss, okay, dann muss ich die ganze Session nochmal machen, sondern dass das in Handgriff bleibt. Und ich glaube, dass diese Flexibilität mehr wert ist als ein theoretischer Feenstaub vom Soft-Clipping bei der Analogwandlung. Das heißt, genau, über Limiting reden wir gleich nochmal. Das heißt sozusagen, du versuchst aus arbeitsökonomischen Gründen deine Analogkette, das, was du da machst, ich sage jetzt mal konservativ zu gestalten und es dann ins Digitale zu übertragen, damit, falls Änderungen und Revisionswünsche sind, dass du quasi das in der digitalen Welt machen kannst und nicht nochmal alles anschmeißen musst, richtig? Genau, das ist sehr eloquent. So hätte ich es gesagt, wenn ich es richtig gesagt hätte, ja. Sehr gut. Ja, aber cool. Es geht auch ein bisschen mal weiter, was du da noch hast. Zeig mal, was du da noch hast, Spanien. So, gehen wir zum mittleren Rack. Also, hier haben wir ich gehe mal von unten nach oben, weil es thematisch erstmal noch bei den IQs ist. Da ist ein Focusrite 315 Blue Mark II. Der wurde zusätzlich noch von Jonte Kniff ein wenig, sagen wir mal, veredelt oder modifiziert. Sieht man eher selten in Mastering-Studios. Den Focusrite Blue? Würde ich sagen, oder? Ja, es ist, das hat auch seine Gründe. Ohne die Modifikation, die eigentlich mein Vorbesitzer schon eingebaut hat, würde ich ihn auch nicht unbedingt verwenden. Aber mit den Modifikationen, da sind andere ICs drin und das sind große Teile vom Signalweg, sind ausgespart worden. Das heißt, werden umgehen. Mit diesen Modifikationen ist er sehr, eigentlich sehr cool, weil man hat zum Beispiel ein paar coole Features. Entschuldigung, ich muss hier den Laptop halten. Er hat zum Beispiel im ersten dB hat er 0,3 dB Schritte. Was sehr schön ist. Das ist cool. Das heißt, das ist sehr, sehr fein einstellbar. Er hat auch sehr, sehr schöne Filter und er hört sich im Bass fantastisch an. Allerdings, wie gesagt, das ist eine modifizierte Version, wie die Unit Stock klingt, also unmodifiziert, könnte ich nicht sagen. Okay. Dann hier rüber. Musstest du bei deinen analogen Geräten schon mal Sachen servicen, also sind Sachen kaputt gegangen oder Werte laufen aus dem Ruder? Musstest du da schon mal Hand anlegen oder sind die alle sehr verlässlich? Oh, nee, also Dinge gehen immer mal wieder kaputt, ja. Aber die Geräte, die ich jetzt habe auf lange Zeit, die sind ziemlich verlässlich. Bei den Mastering EQs ist es sowieso so, dass dadurch, dass die nicht nur Rasterputti sind, sondern dass es wirklich Switches sind, also dass jeder Wert hintern dran einen eigenen Widerstand hat, laufen auch jetzt nicht Sachen wirklich aus der Kalibrierung raus, sondern es ist was kaputt oder ist was nicht kaputt. Aber hin und wieder gibt es was zu reparieren, klar. Okay, das Silberne in der Mitte, das ist kein SPL, richtig? Nein, das ist ein Avalon 2077 Mastering EQ. Ist auch wieder wie die anderen EQs, das ist ein Mastering-EQ, das heißt, alle Werte hier, Frequenz und Q und Boost und Cut, sind keine Potentiometer, sondern sind Switches mit Widerständen hinten dran, was den Vorteil hat, dass man zum einen, die Werte sind immer gleich, wenn man Recall macht, wenn man 1,5
Kilohertz eingestellt hat, dann ist es auch beim nächsten Mal, wenn man es recallt, genau 1,5 Kilohertz. Plus, wie gesagt, das ist genauer als Potentiometer und das ist nicht so anfällig. Genau, deswegen, das ist auch der Grund, warum diese ganzen Mastering-EQs so teuer sind, weil für jede einzelne Einstellung, für jeden einzelnen Wert ein einzelner Widerstand hinten eingelötet werden musste. Das muss von Hand gemacht werden, von Horden von fleißigen Arbeitern. Deswegen sind die alle etwas teurer im Preis. Etwas teurer. Aber es lohnt sich auf Dauer sehr. Ja, klar. Also eine ganze Menge EQs, oder irre ich mich? Also bist du da so ein EQ-Fetischist und sagst, der macht das, der macht das? Sind die alle im Einsatz oder sagst du, bei einer Produktion muss es der Sontek sein und weil da will ich den Avalon, weil der so seidige Höhen hat oder was auch immer? Wie gehst du da vor? Ich glaube, dass die gesamte Anzahl vier EQs ist sogar gar nicht mal so viel für einen Mastering Engineer. Eigentlich bin ich noch recht bescheiden. Aber die sind alle ein bisschen unterschiedlich in ihrer Klangqualität und in dem, was sie gut machen. Oder zumindest das, wofür ich sie benutze. Zum Beispiel der Sontek 250, der aussieht wie ein Massenburg-EQ, ist meine Lieblings-High-Shelf. Oder wenn ich eine weiche High-Shelf will, eine ganz luftige, ist das mein Go-To-Equalizer. Der Sontek mit den Stereo-Putties, der große Sontek 462 ist mein Arbeitstier, das heißt, große, breite EQs mache ich damit. Der Avalon 2077, den empfinde ich als sehr silbrig, als sehr, ich sag mal, in den Höhen, der ist jetzt weniger weich, sondern eher silbrig, zischelig, aber auch sehr, sehr präzise, sehr akzentuiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Beat akzentuieren will, würde ich einen Höhenboost wahrscheinlich eher mit dem machen, weil ich das Gefühl habe, dass der ein klein bisschen mehr schmatzt. Wohingegen der Sontek 250 zum Beispiel eher die jetzt in den Höhen, sagen wir mal, eher die Luft, die Zwischenräume, die Räumlichkeit betont, gefühlt. Die haben alle so ihre charakterlichen kleinen Unterschiede. Genau. Toll. Was gibt's noch zu sehen? Also Kompressoren. Ja. Kompressoren. Heute. Kompressoren, genau. Ich habe mal einen wichtigen, ich glaube, das Buch heißt Mischen wie die Profis, komischerweise auf Deutsch. Mhm. Ist aber ein sehr gutes Kompendium, wo verschiedene Engineers zum Tragen kommen und befragt werden, Bruce Swedien, Elliot China, die ganzen LA-Typen. Und da sagte einer, ich weiß jetzt nicht, wer es war, Musik ist heutzutage oder die Art der Produktion, es wird eigentlich über die Kompression heutzutage sehr stark bestimmt. Und dass die Kompression quasi das Tool ist heutzutage. Dann zeig mal, was du da hast und was du da benutzt. Ja, dazu würde ich vielleicht noch sagen, dass im Mastering der Kompressor meistens gar nicht so die Riesenrolle hat. Also ich glaube, das Zitat von Bruce Swedien, das würde ich der Musikproduktion oder vielleicht auch im Mix zuordnen, vielleicht sogar ein bisschen, also weniger im Mastering. Nichtsdestotrotz, liebe Kompressoren und habe folgende da. So, da haben wir den roten. Kann man den sehen? Der sieht ja verschärft aus, So, das rote Gerät, das ist ein FCS oder Foot Control Systems. Und das ist ein VCA-Kompressor, aber ein sehr, 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 sehr variabler. Der hat auch ganz schön viele Knöpfchen. Der ist ein ziemliches Arbeitstier. Wenn man nur einen hat, eigentlich könnte man mit dem fast alles abdecken, was man braucht. Darüber, das unscheinbare schwarze Gerät, ist ein Jünger Accent 2. Das ist ein Parallelkompressor digital. Vielleicht kennen viele den Jünger D01 oder D02. Den sieht man oft in deutschen Studios. Und der Accent 2, das ist im Prinzip ein ähnliches Gerät. Dem liegen dieselben Parallelkompressionsalgorithmen zugrunde. Ist ein bisschen variabler als der Jünger D01 oder D02.
Und den verwende ich selten, aber wenn er passt, dann passt er wie die Faust aufs Auge. Macht Parallelkompression. Man hat bei dem das Gefühl, dass er einfach so von unten den Punch nach oben bringt, gerade in tiefen Frequenzen. So wie es viele auch beim Mischen von Parallelkompression kennen. Nur, dass der Jünger Accent 2 sehr subtil einzustellen ist. So. Und dann gehen wir zum nächsten Rack. Ah, jetzt hätte ich fast gesagt, oder jetzt eine Frage, wo sind die Weißgeräte, Robin? Wo sind die Weißgeräte? Hast du keinen Weiß? Nein, ich habe keinen Weiß. Wie kommt's? Wenn ich groß bin, werde ich mal Weiß haben, aber... Den gibt es auch jetzt schon bei Softube als Plugin. Das ist auf jeden Fall, wir waren damals oft mit meiner Band, wir haben so eine Jazz-Metal-Band, wir sind damals zu Hans-Jörg Mauksch gegangen, ins Paula Akustik. Mhm. Die machen so High-End, eigentlich machen die so Akustik, Gitarren, Gesangsaufnahmen, sehr, sehr toll. Ganz tolles Studio. Ja. Und er hatte 2 Weißgeräte da. Das hat mich damals als junger Mann, ich bin ja immer noch, die 4 steht bald vorne, aber als ich noch deutlich jünger war, hat mich das sehr beeindruckt, der dynamische Kompressor oder der dynamische EQ, sowas gab es halt auf Plugin-Basis noch nicht und das war natürlich und auf analoger Basis schon gar nicht, deswegen hat mich das sehr beeindruckt. Doch. Aber erzähl mal, was du da hast. Geht's doch? Dynamischer EQ, es gab damals zum Beispiel selber Zeit gab es von BSS die DPR dynamischen EQs, okay. Sogar Multiband. Kenn ich nicht, ja. Aber die waren, glaube ich, eher live im Einsatz. Nee, ich habe keine Weißgeräte. Ich glaube, ich habe relativ früh für mich festgestellt, dass zumindest was Kompression angeht, dass wenn ich Kompression verwende, dass ich das meistens tue, weil ich dann auch wirklich einen dynamischen Effekt haben will. Also jetzt nicht so diese Sache von Ratio von 1,5 mit einem ganz tiefen Threshold, sondern wenn ich eine Kompression verwenden will, dann meistens, weil ich wirklich was machen will mit dem Signal. Weil ich zum Beispiel jetzt einen Drumbeat wirklich einen Groove geben will, weil ich aus einem ein machen will. Oder also ich will normalerweise schon relativ heftig eingreifen, wenn ich wirklich einen Kompressor benutze. Und zu der Zeit hatte ich das Gefühl, dass diese Weißgeräte eher auf der subtilen Basis unterwegs waren. Mhm. Und wenn es so um Leveling oder langzeitiges Leveling ging, dann habe ich das auch damals lieber in der DAW gemacht, über Automation. Allerdings, oder das vielleicht so als Gedanken, warum ich bei den Kompressoren eher dann analoge Geräte habe als digitale und eher welche, die auch zumindest die Möglichkeit einer relativ starken Charakteristik haben. Genau. So. Zeig mal weiter. Genau. Genau. Also, ich fange an. Manley sehe ich da. Genau. Oben haben wir den Manley Varimu. Das ist der ganz normale Varimu, ist auch nicht die Mastering-Variante. Er ist ein bisschen modifiziert, modifiziert von Guido Abke, der dann ja später den Rockrümpel gebaut hat. Genau, modifiziert eine andere Röhrenart. Und dann ist noch ganz wichtig beim Manley Varimu, den kann man eigentlich fast nicht verwenden, wenn er nicht einen Hochpassfilter in der Sidechain hat oder zumindest im Mastering, weil er ansonsten sehr, sehr träge auf Bass reagiert. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber der hat jetzt zum Beispiel da 2 improvisierte Aufkleberchen dran bei der Sidechain, die die Frequenzen 45 und 60 Hertz als Hochpassfilter haben. Okay. Dann darunter der Cranesong STC8 Kompressor. Mhm. Ist für mich ein ganz wunderbares Gerät, wenn man ein bisschen Drum Punch reinbringen will. Wenn man das Gefühl hat, ist alles cool, aber die Drums oder der Beat könnte einfach ein bisschen brutaler kommen. Er könnte ein bisschen mehr punchiger sein. Damit kann man wunderbar auch ein bisschen noch einen pumpenden Groove reinbringen, wenn man das denn will. Und drunter ist der Neve Portico Master Bass Processor. Ah, genau.
Cool. Gehe ich recht der Annahme, dass du keine Röhrengeräte hast? Doch, der Manley Warimu ist ein Röhrengerät. Das ist ein Röhrengerät, okay, alles klar. Genau. Das ist aber cool. Im Moment auch mein einziges. Also ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich einen Röhren-Multiband-Kompressor von TubeTech. Aber der ist jetzt dann auch nicht mehr dabei. Bevor wir jetzt auch zur Frage kommen, was dann noch digital, was du da digital nutzt, machst du Vinylmaster überhaupt oder ist das ein Thema, was du weg abgibst? Ich mache Vinylmaster. Ich mache die, es gibt zwei Teile davon. Zum einen die Vorbereitung, die digitale Vorbereitung und dann den Schnitt selber. Die Vorbereitung mache ich hier. Den Schnitt selber macht mein Kollege Björn Bieber. Der sitzt auch hier in Karlsruhe mit einer Neumann-Schneidemaschine. Das heißt, wir arbeiten da zusammen. Das heißt, Bass auf Mono mischen, die Essing der hohen Frequenzen, damit der Schneidkopf nicht zum Zischeln kommt und so weiter. Also diese Vorbereitung, die machst du bei dir? Genau. Die mache ich bei mir, okay. Ja. Die mache ich so, kommt dass... Das noch vor? Sehr oft. Sehr, sehr oft. Oder es kommt wieder oft vor, sagen wir es so. Der Vinylboom ist immer noch anhaltend. Also allein diese Woche, was haben wir? Wir haben Mittwoch. Heute habe ich einen Vinylmaster gemacht. Gestern habe ich einen Vinylmaster gemacht. Ja, also es kommt sehr, sehr viel vor. Dass gerade bei Major Releases, dass Platten auch noch mitveröffentlicht werden. Und die brauchen dann auch eine Vinylanpassung. Howie Weinberg hatte bei Produce Like a Pro mal gesagt, dass er unglaublich froh war, als die CD da war und man diese Klangveränderung nicht mehr machen musste und der Mix, den er gehört hatte, sich viel besser auf das Medium transportieren lassen kann. Und was die Analoghörer ja dann immer sagen, es klingt so warm und so weich, muss man den A sagen, Leute, ihr habt trotzdem digitales Master, was ihr jetzt analog abspielt, eigentlich dahinter. Ja. Also es ist den analogen Direktschnitt, den gab es ja mal früher, Billy Cobham und Konsorten, also wirklich von der Aufnahme übers Mischpult direkt auf den Schneidekopf. Aber für mich zum Beispiel, nur kleine Anmerkungen, für mich, Vinyl interessiert mich nicht mehr. Aber es gibt schon so ein Retro-Vibe und ich habe jetzt neulich bei der Tanzwut-Platte, die ich gemischt produziert habe und auch gemastert habe, war jetzt dann auch von einer Plattenfirma die Frage mit dem Vinyl-Master und das habe ich dann halt abgegeben, weil ich mich damit nicht auskenne und da habe ich dann quasi meinen 24-Bit-Master rausgegeben und das hat dann ein Kollege gemacht, ne, für die Vinyl-Edition. Digital, Robin. Du vielleicht ganz nur kurz noch zu dem. Oh. Ja, sorry. Zu dem Thema Vinyl, also das, was Howie Weinberg sagt, das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, weil gerade als Mastering-Engineer und als Produzent ist es frustrierend, wenn man für CD oder auch für digital jetzt, wenn man unkomprimiert veröffentlichen kann, wenn man gleichzeitig eine Vinyl macht und die sich einfach anders anhört. Denn man kann bei Vinyl nicht 1:1 übertragen. Man muss bei Vinyl filtern. Man muss meistens die Essen oder Höhen filtern. Man muss im Bass oft begrenzen. Und als Mastering Engineer ist es für mich ganz genauso. Das Vinyl-Abwicklung, sagen wir es mal so, macht weniger Spaß als digital. Wenn ich ein digitales Master rausschicke und der Künstler findet es toll, dann sind alle glücklich. Wenn ich ein Vinyl-Master mache, dann passiert erstmal der Vinylschnitt, dann passiert die Vinylpressung, also die Testpressung, der Künstler bekommt die und dann muss man erstmal alles nochmal neu gucken, wie gut hat sich's übertragen, gefällt's allen. Also es ist ein sehr viel komplizierterer Prozess mit mehr Kompromissen und mit viel weniger Gewissheit. Und diese Gewissheit bei digital, dass das, was ich rausgebe, das ist, was ankommt, das ist so viel wert. Also ich bin sehr froh, dass ich in der digitalen Zeit angefangen habe und nicht in der Vinylzeit. Danke, dass du das so sagst. Ich sehe es genauso und
ich muss dann immer, wenn man auf einem Partygespräch dann jemand hat, ja, ich höre jetzt nur noch Vinyl, das klingt einfach besser, dann sage ich immer, also dann fange ich es eher eigentlich nicht an zu diskutieren, aber ich denke mir meinen Teil und ich bin zum Beispiel auch, ich bin mit der CD, also ich habe Platten gehabt, dann die CD und CD fand ich klanglich mit den neueren Wandlern. Am Anfang waren die Wandler schlecht, aber auch die Aufnahmewandler, 20-Bit, 16-Bit-Systeme damals von Sony, das war noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich sag jetzt mal so Mitte der 90er Jahre oder eigentlich ja Anfang der 90er Jahre gab es so fantastisch klingende CDs im Klassikbereich, aber auch im Jazz und Pop und im Metal-Bereich, wo mir nichts gefehlt hat. Klar, 24-Bit ist nochmal nett. Über die hochauflösenden Geschichten kann man ja auch noch mal philosophieren. Da ist es für mich eigentlich auch so, dass ich sage, ja, wenn man es kann, dann kann man natürlich 24-Bit, 96 Kilohertz, Name deines Studios, kann man natürlich rausgeben. Es muss natürlich aber auch so aufgenommen sein. Und wenn die Songs eine Dynamik haben, eine unglaubliche Dynamik und es auch wirklich so aufgenommen ist, dass sich das lohnt, hat es vielleicht noch einen Vorteil, aber wenn ich dann höre, dass die meisten Jugendlichen dann doch nur übers Handy konsumieren, leider dann oft Perlen vor die Säue. Genau. Komm jetzt mal kurz zu deinen digitalen Tools, die du dann, bist du immer noch auf Wavelab und wie nutzt du die ich da? Ja, ich bin immer noch auf Wavelab zugange. Die Sadie Workstation benutze ich nicht mehr viel. Die, das heißt, ich würde sagen, 99% arbeite ich auf Wavelab und mit einigen Plugins, also Waves-Plugins, Fab-Filter, von Plugin Alliance, Plugin Alliance ein paar, genau. Und ich arbeite sehr viel Clip-basiert. Den Mart Equalizer, den finde ich sehr spannend von Plugin Alliance. Mit dem R-Filter oder nutzt du den R nicht? Den habe ich noch nicht ausprobiert. Ich hatte den in echt mal. Also ja, das ist so ein englischer EQ. Der macht so im R-Band ganz tolle Sachen. Also so, wenn man wirklich so High-Shelf-Geschichten macht auf der digitalen Ebene, klingt der wirklich ganz gut. Naja, ich hatte genau denselben als analoges Gerät mal hier. Mir entfällt, wie der im Original heißt. Mart EQ, den hatte mir der Ludwig Meyer von GKG Mastering mal zum Testen geschickt und ich fand den cool, aber mir hat mein Sontec in der High Shelf besser gefallen, deswegen hatte ich den zurückgeschickt und in dem Zuge deswegen hatte ich den jetzt als Plugin noch nicht ausprobiert, aber vielleicht mache ich das mal. Ja, also FabFilter, Plugin Alliance, Waves. Was von Waves? Ah, ich habe die ganze Suite oder die Suite, so wie sie vor 10 Jahren mal war. Da benutze ich immer mal wieder ein paar Sachen. Also ich mag die API, eine API 2500, Kompressor, die Emulation. Den Waves RDSer verwende ich manchmal. Ist mit Vorsicht zu genießen, aber manchmal hört er sich sehr natürlich an. Allerdings, ja. Was benutze ich noch von Waves? Ich glaube, das war's sogar. Das Plugin, das ich am allermeisten benutze, das gibt es gar nicht mehr. Das ist der PLPAR EQ von Refined Audio Metrics. Das war ein Plugin, das ist so zur selben Zeit rausgekommen wie die gerade neu wieder aufgelegten Red und Orange Plugins, die der Friedemann Tischmeier wiederbelebt hat. Linearphasige EQs, oder? Ja, genau. Und zur selben Zeit gab es eben diesen PLPAR EQ. Das ist auch, das ist dann, ich könnte ihn einfach mal kurz zeigen. Der hat auch eine wunderbare, jetzt mittlerweile sieht es aus wie eine Retro-Grafik oder wie, zeig's mal Vintage, kurz hier. Vintage Tool sozusagen. Vintage, aber Vintage digital, also es sieht nach nichts aus. Genau. Moment. Sieht man das? Oh ja. Oh ja, das sieht wirklich nach Anfang 2000er aus. Ja, genau. Hat aber damals sensationelle
1.000 Euro gekostet. Wahnsinn. Und dann irgendwann vor 5 Jahren davon haben sie den Vertrieb gewechselt. Und dann hat's nur noch 300 Euro gekostet. Oha. Für 1.000 Euro kann man heute ja zum Beispiel ein Telefon, ein Handy kaufen. Für den Preis. Oder Urlaub machen. Ja, genau. Ja, spannend, ist ja interessant. Was mich vor allen Dingen interessiert, Limiting. Auf welchen Limiter schwörst du oder hast du verschiedene im Einsatz? Verschiedene. Also zum einen diese Clipping-Matrix, die ich mir selbst in der WaveLab-Kette zusammenbaue, benutze ich sehr oft. Ich benutze den Fab-Filter Pro L2 sehr oft und den Pro L. Okay. Isotope Ozone verwende ich auch oft. Ich verwende auch oft tatsächlich den alten Waves L2. Ja, für Schlager besonders gut. Wie ja, finde ich den. Der wird gerne auch im Schlager-Mastering oft benutzt, weil der so ein. Echt? Okay. Ja, ich habe den auch. Und. Modernere Limiter haben ein paar mehr Möglichkeiten und können den Sound etwas knackiger klingen lassen, aber der hat so eine gewisse Weichheit, finde ich. Ja, wenn man ihn auf ARC lässt, also auf der Auto-Release, dann ist der schon sehr weich und dann pumpt er einem auch die Drums wunderbar weg, was meistens ja nicht gewollt ist. Ich benutze tatsächlich den Waves L2 manchmal als Drum-Wegmacher, wenn ein Mix wirklich explizit die Drums, die Transienten zu laut hat, nutze ich den quasi nicht für seinen eigentlichen Zweck, sondern wegen seiner negativen Side-Effects sozusagen. Aber wenn ich den als Limiter verwende, dann meistens mit manueller Release und so kurz wie möglich gemacht, 2x Mono. Das ist ja quasi die Transienten links und rechts gesondert bearbeiten kann. Genau, richtig. Was ist ja sozusagen bei den modernen Limitern, Ozone zum Beispiel, hat das beim FGX, bin ich mir nicht so sicher, der Pro L2 hat es auch, dass man sagen kann, er soll die Transienten, nicht von beiden Seiten runter machen, wenn es aus einer Seite plötzlich was rüber schießt, sondern er soll wirklich individuell die Transienten von links und rechts gesondert betrachten. Genau. Genau. Interessant. Der Fab-Filter Pro L2 hat es noch ein bisschen interessanter. Der hat in seinem Limiting-Algorithmus hat er auch eine Attack- und eine Release-Zeit, also hat quasi noch ein Kompressionsmodul drin und da kann man dann die Stereokopplung des Limiters separat für Attack- und für Release-Zeit steuern. Das ist auch noch interessant. Das ist beim Fab-Filter Pro L2 manchmal, oder generell ist es bei verschiedenen Musikarten beim Song, manchmal hört es sich besser an, wenn man Stereo gelinkt limited, manchmal hört es sich besser an, wenn man ungelinkt limited. Kann man einfach hören und darauf achten, ob man das Gefühl hat, dass der Beat verloren geht, wenn man ungelinkt limited. Was ganz interessant ist beim Fab-Filter Pro L2 ist, dass man zum Beispiel die Attacks ungelinkt haben kann, dass die kleinen Fitzel rechts und links möglichst breit sind, möglichst durchkommen und dass es auch Maximum laut wird. Aber dass man die Release-Zeit Stereo gelinkt macht, dass man die Drums nicht so arg verliert. Also der Fab-Filter hat da super Optionen eingebaut. Ja, ich bin ja, du bist ja kein regelmäßiger Musotalk-Schauer, ich bin ja so ein bisschen als Mr. Fab-Filter verschrien. Wir machen da so eine Serie auch auf Musotalk, wo wir da ein bisschen die Sachen zeigen. Und auch super, nämlich bei dem Limiter, da ist ja auch, dass man das Delta-Signal abhören kann, also das, was weggenommen wird und dann hören kann, wie er die Transienten bearbeitet oder wegnimmt, ob das knackt, was ja bei perkussiver Musik oft sehr cool ist, was ja dann diesen Soft-Clip-Effekt hat, oder ob es wirklich sehr rund ist und dann diese verschiedenen Styles, die es da gibt. Also, bin ich auch ein großer Fan von. Uns läuft die Zeit so ein bisschen davon. Ich finde das super spannend. Also, wenn du Lust hast, können wir noch ein bisschen länger reden. Ich habe nämlich noch einige Fragen auf dem Zettel.
Oder wir müssen noch eine, ja, eine zweite. Ich kann auch versuchen, mich ein bisschen kürzer zu halten. Nee, ich finde das ja, also ich würde dir 3 Stunden noch zuhören und ich glaube, einigen Zuhörern und Zuschauern wird es auch so gehen. Okay, kommen wir mal auf das Thema, wie sich das Arbeiten als Mastering Engineer von der CD-Zeit jetzt zum YouTube-Streaming-Zeitalter für dich verändert hat. Bist du YouTube-zertifiziert oder nicht YouTube-zertifiziert, sag schnell, okay. iTunes, mastered for iTunes, ja. Und das Ganze. Machst du andere Master für den digitalen Vertrieb? Stichwort maximale Lautheit wegen der MP3-Konversion, Intersample-Peaks und generell 24-Bit? Oder wie belieferst du Leute, die sagen, wir machen Spotify-Release? Das waren jetzt 2 Fragen. Ja, und das ist eine komplizierte Frage, weil es da riesengroße Missverständnisse gibt. Also im Großen und Ganzen, vom Klang her, gibt es einen Master. Das heißt, ich möchte normalerweise nicht, oder und auch die Bands und auch die Labels wollen normalerweise nicht, dass jeder Master für verschiedene Plattformen komplett anders klingt. Das heißt, meistens ist es so, dass es den regulären Master gibt und die verschiedenen Masterformate, ob das jetzt Mastered for iTunes ist oder die Waves für Spotify oder CD, die leiten sich dann von dem Master ab und werden dann nur in Spezifikationen, also Bitauflösung, Samplingrate etc. angepasst. Bei das Master heißt, for iTunes die schöne Stapelbearbeitung in Wavelab kommt dann zum Tragen, oder wie realisierst du dann das? Nee, mach ich persönlich nicht. Ich weiß, dass manche Engineers machen das gerne, dass die für verschiedene Formate dann rausbatchen. Das mache ich nicht, weil es eigentlich jetzt bis auf Mastered for iTunes keinen Grund gibt, für Spotify andere Wave-Dateien zu verwenden, als jetzt für die eigene MP3-Komprimierung etc. Also das meine ich damit, dass es ein bisschen ein Missverständnis ist. Gerade in letzter Zeit fragen mich viele, ob es Sinn machen würde, dass sie jetzt für Spotify Dateien auf minus 14 Lufs-Level raushauen würden. Und ich sage dann immer, das macht keinen Sinn. Nur weil eine Plattform Playback-Gain tiefer abspießt, heißt es noch nicht, dass man deswegen einen anderen Master machen muss. Das ist plattformintern bei denen. Das heißt lediglich, dass ich in meiner Gestaltung meines... Das passiert ja auch nur dann, wenn man als Spotify-User die automatische Loudness-Kompensation angeschaltet hat. Wenn man die ausschaltet, sind die lauten Master nach wie vor die lauten Master, oder? Ja, wobei ich da nicht weiß, wie die verschiedenen Plattformen die Default-Einstellungen haben. Ich glaube, mittlerweile sind alle per Default an, aber ich könnte mich irren. Ich glaube, bei Spotify ist der Webplayer Lautstärken kompensiert mittlerweile. Ich bin mir nicht sicher. Aber selbst unabhängig davon ist es das große Missverständnis ist, dass wenn Spotify sagt, wir verwenden ab jetzt minus 14 Lufs als Lautheitenstandard für unsere Replay-Gain-Anpassung, heißt es nicht, dass man jetzt alle Master runterpegeln muss auf minus 14. Das heißt nur, dass bis minus 14 Lufs verliert man keine Lautstärke. Das heißt, ich habe in der Gestaltung meines Masters mehr dynamischen Spielraum, wenn ich den auf Seiten von der Band und vom Produzenten und vom Label auch habe. Wenn die sagen, hey Robin, nutz den maximalen Dynamikbereich aus, bis minus 14 Lufs, ist vollkommen cool, dann nutze ich das aus. Wenn ich aber weiß, dass wir einen Master machen, der bei minus 10 Lufs gut klingt und alle den super finden, dann rendere ich den genauso raus. Und dann macht es auch keinen Sinn, den nach dem Limiting oder nach der Kompression oder nach allem, was man gemacht hat, um den Sound so zu machen, dass alle ihn abgenommen haben, danach abzusenken. Das macht Spotify automatisch. Also wenn Spotify sagt, unsere neue Lautstärkennorm ist minus 14 Lufs, heißt das nicht, dass man ab jetzt in minus 14 Lufs abliefern soll oder muss. Das heißt, dass man es kann. Und in der Realität der Musikproduktion, so wie sie jetzt ist, ist es noch zu früh gegriffen.
meistens wird man es nicht schaffen, einen Master so leise oder mit so viel Dynamik durchzubringen. Dann wird es irgendjemand geben, der meckert und sagt, nee, aber ich habe es bei mir im Autoradio gehört und da war es zu leise. Und schwupps, muss man revisionieren und der Master ist wieder lauter. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Lautstärken durch die Replay-Gain-Anpassung bei Spotify, YouTube und Co. automatisch ein bisschen sinken werden und dass das der natürliche Prozess ist. Aber man braucht sich jetzt nicht spezifisch auf diese Vorgaben ausrichten. Okay. Das heißt aber, du zur Sicherheit, bounce du zur Sicherheit eine MP3 raus für die Kunden? Oder sagst du denen, gibst du denen eine 24-Bit-Datei, die sie dann bei Spotify hochladen und Spotify macht dann die Conversion? Was ist dir da der sichere Weg? Die Conversion macht Spotify und iTunes. Also die Konversion macht der Aggregator oder das Label. Okay, also du gibst 24-Bit raus für das Digital Master, also was nicht auf CD kommt, und die gucken dann, was sie damit machen. Also ja, sogar meistens 16-Bit. Also je nachdem, was die Labels anfragen oder je nachdem, was mir gesagt wird, was als Input gewollt wird. Okay. Mittlerweile gibt es auch viele Labels, die standardmäßig Wave, 16-Bit Wave, 24-Bit Wave und Bastard for iTunes wollen. Okay. Gut. Wir haben einen ganz wichtigen Aspekt deines Studios noch kurz vergessen, habe ich mir festgestellt. Worüber hörst du ab? Ich habe Lipinski Sound auf der Website gesehen und sind Kopfhörer für dich ein Thema? Im Studio eigentlich nicht. Im Studio höre ich über die Lautsprecher ab. Kopfhörer sind vor allen Dingen dann interessant, wenn ich entweder was spezifisch auf Klicks hören will oder wenn ich unterwegs bin und irgendwas abhören soll, also zur Sicherheit. Aber hier im Studio brauche ich Kopfhörer eigentlich nicht. Aber ich habe sind die Lautsprecher eingemessen oder? Ja, klar. Die Lautsprecher, also die Lautsprecher, ja? Also benutzt du irgendeine Art Einmesssystem, Ascendo oder was es da alles gibt, Trinov, oder sind die Einmessungen quasi auf rein baulicher, man sieht im Hintergrund Absorber und so weiter auf der Ebene? Ja, es sind also zum einen die Akustik, die ist natürlich designt worden. Zusätzlich zu den Lautsprechern, also die Lipinskis, die laufen flat bis auf die Frequenzweiche zu den Subwoofern und die Subwoofer, die sind dann eingemessen auf die Raumboden. Aber nicht mit einem automatisierten System, also nicht mit Trinov oder sowas, sondern tatsächlich, ich zeige es mal kurz, ganz oldschool mit einer Frequenzweiche hier von XTA laufen die Subwoofer. Ah, okay. Das ist eine analoge Frequenzweiche oder eine digitale? Nee, die ist digital. Ah, okay. Cool. Okay, das ist erstmal ganz interessant jetzt so zu deinem Surrounding. Jetzt mal so zu deinen Erfahrungen. Was machen viele Mischer falsch? Also hast du viel Kommunikation mit manchen Mischern oder ist das, was angeliefert wird, eigentlich schon auf einem Niveau, wo du sagst, kann ich mitarbeiten, alles cool? Eigentlich kann ich immer mit allem arbeiten. Also das ist ja quasi meine Jobbeschreibung, ist, nimm das Beste, was wir gemacht haben und schau, ob du es ein bisschen besser kriegst oder dass es von Song zu Song kohärenter wird oder dass es präsentier den Mix so gut, wie du es kannst. Das ist ja ein bisschen meine Arbeitsbeschreibung. Das heißt, nichtsdestotrotz kommuniziere ich sehr, sehr viel mit Mischern. Ich glaube, ich bin ein bisschen Mischer-Fanboy. Ist auch am allerliebsten mit Mischern zusammen, fast schon lieber als mit Produzenten oder mit Label A&Rs oder mit Künstler selbst, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ich denen sehr nahe stehe. Ich bewundere das auch immer, wenn ich einen Mix bekomme und ich das Gefühl habe, das stimmt alles. Und ich kann Mixe so bewundern, wie ein Instrumentalist jetzt, wie ein Gitarrist jetzt einem Gitarrengott zuhört oder zuschaut. Das geht mir bei Mixen so.
man wird, glaube ich, als Mastering Engineer auch ein bisschen dazu erzogen, denn wenn ein guter Mix kommt, heißt es zum einen, dass ich wahnsinnig einfache Arbeit habe und dass ich einen tollen Mix anhören kann, dass ich Spaß habe beim Arbeiten und dass ich nur gewinnen kann. Beim perfekten Mix ist meine Arbeits, ist es meine Aufgabe, nichts zu tun oder fast nichts zu tun. Ja. Das ist auch meine Erfahrung, mal da ganz kurz einzuhaken. Je professioneller es wird, und da kommen wir auch gleich mal zu deiner Preisgestaltung, die sich nämlich auf Major und auf einen Indie-Preis bezieht. Also es gibt zwei verschiedene Preismodelle. Meine Erfahrung ist, dass je intensiver man mit Leuten zusammenarbeitet, die semi-professionell arbeiten, da hat man eigentlich viel mehr zu tun. Also ich rede jetzt auch von Produktion, da werden Fehler gemacht, wenn ich dann den Mix machen muss. Und wenn du aber mit Profis zusammenarbeitest, wo der Engineer gut war, wo der Mischer gut war, dann geht es einem besser und man müsste eigentlich weniger nehmen. Wie ist da deine Erfahrung? Also weil du nimmst ja den Indie-Künstlern weniger Geld ab und den Major-Leuten etwas mehr Geld. Warum hat sich das bei dir so herauskristallisiert? Hey, du hast total recht. Je professioneller die Produktion, desto weniger muss ich machen. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass Major-Produktionen weniger Zeit brauchen. Im Gegenteil, die brauchen für mich deutlich länger. Weil es stimmt schon, bei einem semi-professionellen oder auch beim Hobby-Mix ist es oft so, man muss mehr schrauben, aber es geht auch schnell von der Hand, weil die Ziele so klar sind. Das ist, du machst den Mix an, du hörst zu und denkst dir so, oh, okay, ah, pfuh, da muss ich aber ganz schön schrauben. Aber das hat man dann relativ schnell zusammengeschraubt und kann auch relativ, das macht auch sehr viel Spaß. Es kann Spaß machen, weil man starke Verbesserungen bringt. Und also ja, weil man wirklich einen aktiven Part hat. Der Kunde ist total begeistert. Und bei den Majors ist es dann eher so, dass die Unsicherheit der verschiedenen Abteilungen, der A&R, der Labelchef, die Band, der Produzent, wo es dann auch noch mal so menschliche Sachen gibt, wie wir müssen abwarten, was der Labelchef sagt, damit wir es geil finden, was ich ja auch von den Kollegen, die in der Werbungsmusik arbeiten, kenne, was ein unglaublich harter Job ist, weil man halt mit diesen unklaren Ansprüchen, also mit dem hohen Anspruch, aber mit den unklaren Aussagen oder mit den widersprüchlichen Aussagen zu kämpfen hat. Das meinst du sicherlich mit Major-Problemen? Auch. Also das kann vorkommen, aber selbst wenn alles rund läuft, das ist einfach so, man bekommt das Album, die Songs, die müssen gesammelt werden, vielleicht sind verschiedene Produzenten am Werk, es gibt eine Label-Copy, das heißt ein Dokument, in dem steht, was wie sein muss. Man muss einfach viel mehr Sachen bedenken. Es ist weniger so, dass eine Band zu dir kommt und sagt, hier ist unser Album, mach mal fertig, sondern diese Major-Projekte, die fühlen sich oft mehr wie ein Projekt an, dass schon einen Monat vorher über Deadlines geredet wird. Für dann muss die digitale Pre-Order fertig sein. Das heißt, die zwei Singles kommen dann, müssen mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate vom Album fertig sein. Dann kommt das Album später und dann muss man die Singles dann doch wieder verändern. Also es ist, gerade in der Kommunikation ist bei Major-Alben oft sehr viel mehr hin und her. Es sind in jedem Mailverteiler stehen 7, 8, 9, 10 Personen drin. Da gibt's einfach mehr zu koordinieren. Und selbst wenn alles glatt läuft vom Audio, ist es doch, ja, es ist mehr Druck drauf und es gibt Deadlines. Das ist eine Sache, das war mir bei meiner Berufswahl nicht ganz so klar. Du bist immer der Letzte und dann muss es ganz schnell gehen. Ja, man ist immer der Letzte. Man ist immer an der Deadline. Das heißt, alles ist immer ganz wichtig, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt und jetzt passiert. Und das Mastering von einer Major-Produktion, selbst wenn die Mixe eigentlich so fertig sind, dass man fast nichts mehr machen muss, ist die Arbeit dran nicht unbedingt schneller. Denn manchmal dauert es länger, nichts zu tun oder sich dazu entscheiden, nichts zu verändern, als wenn man hart reingreift bei einem Song. Das heißt, es kann sein, dass wenn ich einen Song bekomme, der eigentlich perfekt dasteht, kann es sein, dass ich den später genauso rausschicke. Ja. Jetzt bist du genauso wieder rausschicke. Ah. Ja, jetzt wieder. Es kann sein, dass ich den Song fast ohne Veränderung zurückschicke, das Master.
Aber bevor ich das getan habe, habe ich alles andere probiert, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, den Sound noch ein bisschen zu verbessern. Das heißt, es geht nicht unbedingt schneller, wenn man weniger macht am Sound. Richtig. Du hast sicherlich dann heute auch gar nicht mehr immer nur mit Alben zu tun, sondern auch mit Einzelsongs. Viele Mastering-Ingenieure haben dann so eine Art Preisgestaltung. Der erste Song kostet 150, der zweite dann 120 und dann geht es so runter fürs Album. So ähnlich machst du das, glaube ich, auch mit der Preisgestaltung. Genau, richtig. Die Preise, die staffeln sich. Je mehr Songs in einer Session sind, desto weniger Zeit brauche ich pro Song. Das heißt, der zweite Song kostet dann ein paar Euro weniger, der dritte kostet nochmal ein paar Euro weniger pro Song. Das staffelt sich dann. Okay. Du hast bestimmt auch schon Kontakt mit sogenannten Mastering-Services wie Lander oder wie sie alle heißen. Oder jetzt von Ozone kennst du ja auch den Master Assist sicherlich. Was glaubst du? Oder eine provokante Frage. Hm. Mastering ist ja der Teil in der Musikproduktion, der am ehesten technisch quantifizierbar ist. Also man könnte einer Maschine sagen, guck mal, das ist ein Album, das ist die Ballade, da kannst du ein bisschen leiser, da kannst du ein bisschen lauter. Mach das mal so wie, was weiß ich, irgendeine Andy Wallace-Produktion, wie auch immer. Und gleich es dem an. Und dann drückt man auf den Knopf und dann dauert es 5 Minuten und dann hat man das fertige Master. Wie hast du Angst, deinen Job zu verlieren? Wie lange geht das noch gut? Oder glaubst du, dass der Mensch beim Mastern immer wichtig sein wird? Also erstmal, Angst, meinen Job zu verlieren, habe ich mit Sicherheit nicht. Wenn ich mal nicht gefragt sein sollte, dann mache ich was anderes. Das ist alles cool. Ich sehe das Problem nicht und ich sehe auch nicht die Relevanz von diesen Services. Denn ich weiß beim besten Willen nicht, was ein automatisierter Service mit Mastering zu tun hat. Das ist für mich das große Missverständnis. Das ist so, in dem Moment, in dem du einen automatisierten Service benutzt, machst du Processing, aber du machst kein Mastering. Denn Mastering heißt nicht, dass du was veränderst. Mastering kann auch sein, dass es jemand anhört und sagt, das ist genau gut so, lass es uns genauso lassen. Mastering ist ja im Prinzip der Gedanke, dass du nochmal den Mix dir anhörst und veränderst, was du für verändernswürdig hältst oder was du für nötig hältst. Und in dem Moment, in dem ich das automatisiere, sprechen wir mal noch nicht von künstlicher Intelligenz, sondern nur von Automation, ist das Processing, ist es Batch Processing, es kann ein automatisierter Prozess sein, aber Mastering in dem Sinne ist es für mich nicht. Das heißt, in dem Moment, in dem ich sage, ich gehe nicht zu einem Mastering Engineer, sondern ich lade es zu einer Webseite hoch, würde ich sagen, das ist auch total legitim, kann man gerne machen und wenn was bei rauskommt, was einem gut gefällt, ist es super. Aber ob man das jetzt als Mastering bezeichnet, wie gesagt, für mich macht es nicht sehr viel Sinn. Es wäre dasselbe, wie wenn ich vor 20 Jahren einen TC Finalizer mache und einfach ein Preset aufrufe. Ich lasse Musik durchspielen und dann entscheide ich, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und mit den automatisierten Online-Websites ist es genau dasselbe. Der Mischer oder der Produzent lädt was hoch, es kommt zurück und der Mischer de facto mastert dann. Er hört nämlich, ja, das, was dieser Prozess gemacht hat, diese Blackbox, finde ich gut oder finde ich nicht gut und entscheide dann. Das ist Mastering. Das heißt, in dem Moment ist nicht die Webseite Mastering oder nicht der Anbieter, sondern der Mixer mastert selber. Und der einzige Unterschied ist, ob er irgendein Plugin hat, bei dem man ein Preset aufruft oder eine Webseite, bei der ein automatisierter Prozess abläuft, macht für mich keinen Unterschied. Das heißt, ich finde es legitim, wenn das jemand macht. Das heißt, du siehst das Mastering als den finalen Betrachter des Materials. Die finale Bewertung. Genau. Aber man könnte trotzdem sagen, in 15, 20, 30 Jahren kann eine künstliche Intelligenz auch das erkennen, dass bei dem Song nichts gemacht werden muss. Zum Beispiel. Also deswegen sage ich, ist das Mastering vielleicht beim Mischen geht es noch mehr um kreative
Prozesse. Also ich mache jetzt mal die Gitarre extra extrem laut, auch wenn sie jetzt gerade aus dem Mix rausspringt, weil das jetzt meine künstlerische Intention ist. Beim Mastering, das kann ich mir so vorstellen, ist es vielleicht am ehesten künstlich, durch künstliche Intelligenz reproduzierbar. Aber da hast du keine Angst und du merkst auch da keine Konkurrenz aus der Ecke. Nee, überhaupt nicht. Aber es ist, also ich würde auch wirklich sagen, in dem Moment, in dem eine Webseite diese Position des Mastering Engineers ersetzt, ist es nicht so, dass jetzt Webseiten Mastering machen, sondern dann findet kein Mastering mehr statt. Was nicht schlimm ist, es gab viele, also ich habe über die Geschichte des Masterings gelesen und es gab sehr viele Leute, die gedacht haben, dass wenn die CD etabliert ist, wird kein Mastering mehr nötig sein, denn es gibt keine formatspezifischen Abstriche mehr. Anpassung. Bei Vinyl war es noch so. Genau, bei Vinyl war es noch so, du musst mastern, du musst bewusste Entscheidungen, bewusste Kompromisse treffen fürs Medium. Das musstest du nicht mehr. Und ab dem Moment könntest du sagen, ist Mastering vollkommen optional. Im Prinzip könnte der Mischer auch sagen, ich höre meinen Mix, ich finde den gut, ich mache den genauso auf CD. Deswegen. Diese automatisierten Services sind für mich eigentlich nicht mehr als eine Mogelpackung. Es bringt wenig, das als Mastering zu bewerben. Man könnte sagen, wir haben hier ein Online-Song-Processing-Tool und da kannst du Sachen reinschieben und danach kannst du sagen, gefällt mir oder nicht. Ganz kurz, was ich noch sagen würde zum Thema künstliche Intelligenz. Also ich glaube auch nicht, dass in 10 oder 20 Jahren künstliche Intelligenz weit genug ist, um irgendwelche musikästhetischen Fragen zu beantworten. Vor allen Dingen glaube ich, dass die meisten Menschen verkennen, wie simpel diese automatisierten Mastering-Systeme sind. Wir reden hier nicht über künstliche Intelligenz im wirklichen Sinne. Wir reden nicht von der Modellierung eines Ohres oder eines Gehirns oder eines Gehörs, sondern wir reden hier von rein signaltechnischen Aspekten, so wie zum Beispiel jetzt meinetwegen ein Multiband-Kompressor auf Frequenzbereiche Energie über Pegel misst und angleicht. So auf dieser Basis wird das funktionieren. Künstliche Intelligenz ist noch sehr weit davon entfernt, schätze ich zumindest so ein. Ja, und das ist wirklich ein spannendes Thema, also auch wird auch oft heiß diskutiert, ne? Kann ich mir das Mastering sparen oder aber interessant ist es tatsächlich, oder ich merke das ja auch, wenn ich dann mastere, dieser Druck, der dann auch auf einem lastet, du bist der finale Entscheider. Du bist der die letzten Veränderungen vornimmt, bevor diese Platte jetzt 10.000-fach gepresst wird oder noch mehr bei Major-Produktionen. Und das ist ja auch, und dann mit dem Zeitdruck, wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall etwas, was auch stressig sein kann. Du machst auf mich einen sehr entspannten und lockeren Eindruck. Wie gehst du damit um, wenn jetzt ein Major kommt und sagt, wir müssen heute Nacht das Ding rausmachen? Sagst du dann, okay, Leute, das kostet jetzt das Doppelte? Nee, das mache ich nicht. Late Fees oder so Spätschichtzuschlag wird dann erstaunlicherweise manchmal angeboten, habe ich aber bis jetzt, also von Kundenseite aus, lustigerweise, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Es gibt Studios in London oder New York, die machen das und bei denen verstehe ich das auch. Denn die sitzen am Puls, die sitzen am Zentrum und nur weil ein verrückter A&R jetzt meint, dass er um 3 Uhr morgens jetzt ganz genau das Master fertig machen muss, heißt noch nicht, dass man dem nachkommen muss. Aber ich habe ja hauptsächlich unattended Sessions. Das heißt, es spielt sich eigentlich bei mir fast alles in einem normalen Arbeitstag ab. Hin und wieder gibt es manche Projekte, die warum auch immer so zeitkritisch sind und ganz nah an die Deadline kommen, wo vielleicht mal jemand fragt, hey, kannst du das noch heute Abend machen? Ich weiß, das ist spät, aber geht's. Und wenn es sein muss, dann mache ich das. Also ich versuche auch in so Projekte immer ein bisschen Ruhe reinzubringen, dass ich auch der ruhige Pol bin sozusagen. Ich versichere den Leuten auch immer, an mir wird's vom Zeitlichen, von der Verzögerung nicht hängen. Also wenn die Produktion im Mix rechtzeitig fertig ist, ich brauche nicht mehr als einen Tag,
meistens, je nach Projekt. Das heißt, in aller Wahrscheinlichkeit, das kriegen wir schon fertig. Und wenn es nicht klappen sollte, dann liegt es wahrscheinlich nicht an mir. Es gibt auch, ich habe zum Beispiel mal ein Projekt, ich habe mal meinen Urlaub für ein Projekt verschoben. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber vor 3 Jahren habe ich für ein Album meinen Urlaub verschoben und dann kam es nicht. Und das Ende des Lieds war, dass es 1 Jahr zu spät rauskam und dann nicht mit mir als Mastering-Engineer. Also. Ach, da ist man ja richtig sauer. Das ist. Ach, es geht. Es ist in Ordnung. Nee, das ist. Genau, aber ja, du hast schon recht. Bei mir ist dann immer, also innerlich denke ich immer, ich muss dem Anspruch gerecht werden, der jetzt an mich herangetragen wird. Beim Mix ist es ja auch so. Aber ich glaube, man muss da hinkommen zu sagen, okay, ihr habt jetzt gerade Eile. Ich kann euch anbieten, bis übermorgen ist es fertig. Wenn ich heute die Daten kriege und wenn ich morgen die Daten erst kriege, wird es einen Tag länger dauern. Also man muss, glaube ich, dann selber sich nicht den deren Stress machen, ne? Sondern denen ganz klar sagen, ja. Das ist euer Anspruch, ihr seid jetzt gerade so spät mit dem Mix, ich brauche 2 Tage, ich habe jetzt heute noch ein Projekt, morgen kann ich es machen und dann ist es mit einer ersten mit der V1 fertig. Wie viele Revisionen sind denn bei dir inkludiert? Es ist nicht begrenzt, also ich arbeite, bis alle happy sind. Okay, das ist mutig. Ich hatte neulich eine Sängerin aus Israel und mit der, da muss ich dann irgendwann sagen, pass mal auf, für das Budget, was wir jetzt abgemacht haben, weil sie dann immer nach der V1 oder nach der V5, ihr sind ihr dann Sachen aufgefallen, die in der V1 schon waren und da musste ich dann sagen, pass mal auf, lass es 2 Tage liegen, hörst dir Ruhe nochmal an, schreib alles auf und schreib mir keine WhatsApp-Nachricht, während du den Song hörst. War nämlich auch sehr beliebt zum Thema Arbeitsweise. Oh. Aber das ist vielleicht mal ein anderes Thema. Robin, das ist komplizierter bei der Aufnahme. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und vielleicht können wir das ja nochmal machen, weil ich habe eigentlich noch viele, viele Fragen auf dem Zettel und du hast bestimmt noch nicht alles gezeigt, was in deinem Studio so steht. Und vielleicht bist du auch mal dabei, wenn wir irgendwie ein Thema, Mastering-Thema haben, als Gesprächsgast mit 2, 3 anderen. Ich fand's ganz toll. Willst du noch irgendwas loswerden an die YouTube-Gemeinde? Fällt mir jetzt nichts ein, aber danke für die Einladung und ich bin gerne noch mal dabei und auch natürlich auch gerne in einer Runde, wenn die Zeit es erlaubt, klar. Toll, hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns bei Robin Schmidt aus dem 2496 Mastering Studio. Das war MusoTalk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet wieder ein oder klickt wieder rein, wie es so schön heißt. Alles Gute.